Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schön wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir einmal finden können unter Berufe und dann verzaubern. Und hier haben wir das Achievement Schmettern für Fortgeschrittene. Und dafür müssen wir Folgendes machen. Haltet alle Elementarschmetter-Effekte der Dracheninseln für eine Stunde aufrecht. Und ja, das hört sich jetzt relativ easy an, kann aber ein bisschen nervig sein. Als allererstes, ne, wer hätte es gedacht, wir brauchen einmal VZ und zwar dann einmal auch einen, der ein bisschen kundig auf den Dracheninseln ist. Und hier benötigen wir jetzt einen Effekt und zwar Elementarschmettern heißt es. Und mit diesem können wir quasi Elementare klein machen. Und jetzt ist es so, dass es verschiedene Elementare gibt, die wir quasi klein machen können. Einmal können wir erweckte Erde klein machen, erweckte Ordnung, erweckte Luft, erwecktes Feuer und erweckten Frost. Und diese können wir da alle reinschmeißen. Wenn wir das machen, kriegen wir 10 Minuten einen Buff, der dementsprechend dem jeweiligen Element angehört. Und wenn wir ja das immer wieder quasi resetten den Buff, also bei 9 Minuten und ein bisschen was, und das eine Stunde lang aufrechterhalten, gibt es das Achievement. Heißt, wir kaufen uns im Optimalfall von jeglichen Element eine oder 7 Stück von den Dingern und zerschmettern die jetzt. Das machen wir jetzt mal mit jedem einmal. Also, achso, das muss man hier auswählen. Zerschmettern. Seht ihr, jetzt habe ich einen Erdbuff. Dann machen wir als nächstes Ordnung. Dann machen wir hier Luft. Dann machen wir einmal Feuer. Und dann machen wir noch Frost. So, jetzt habt ihr verschiedenste Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist einfach, ihr achtet auf die Buffs und tut dann halt, wenn es noch eine Minute übrig ist oder weniger, ein paar Sekunden, die nochmal quasi zerschmettern. Oder ihr stellt euch auf dem Handy einen Timer, beziehungsweise ihr könnt hier oben auch euch einen Alarm im Game schalten. Müsst ihr halt ein bisschen rechnen, ne? So 8-9 Minuten solltet ihr es quasi dann in die Zukunft planen. Und euch dann quasi einen Timer stellen. Also die Option habt ihr. Und ja, wie gesagt, das müsst ihr dann 7-mal machen, immer kurz bevor es ausläuft. Und dann habt ihr euer Achievement. Ich würde sagen, mal gucken, ob ich es hinkriege oder verkacke. Ich werde es nebenbei noch ein paar andere Sachen machen. Und dann sehen wir uns in der Stunde wieder. Und dann schauen wir mal, ob es funktioniert hat. So, Dolla. Also ich habe jetzt schon das Ganze insgesamt 6-mal eingesetzt. Und jetzt kommt dann gleich das 7. Mal. Ihr seht, die Buffs sind oben gerade wieder am Auslaufen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einmal und dann gucken wir, wie es läuft, ob das quasi ist, wenn man insgesamt 60 Minuten den Buff drauf hat, durchgehend, oder ob der auch durchlaufen muss. Ne? Das werden wir jetzt gleich sehen. Also, jetzt haben wir Erde drauf nochmal. Tun wir das einmal hochresetten. Dann hier haben wir die Ordnung nochmal durch. Dann die Luft können wir noch machen. Dann haben wir nochmal Feuer. Und als letztes dann noch Frost. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit, ob es geklappt hat. Okay, wahrscheinlich muss das durchlaufen, ne? Oh, mein Timer läuft hier auch schon wieder, falls ihr das hört. Ich habe mir da am Handy quasi einen Wecker gestellt. Okay, also ich vermute, dass es durchlaufen muss. Ich hatte es jetzt durchgehend drauf. Keins ist ausgelaufen, so wie ich das gesehen habe. Achievement kam nicht. Was ich euch aber eh noch zeigen wollte, zwei Sachen, auf die ich euch hinweisen wollte. Um dieses Elementarschmettern zu kriegen, müsst ihr ein bisschen was skillen. Und zwar braucht ihr 10 Punkte im Erkenntnis der Blauen und dann 10 Punkte im Urextraktion. Das braucht ihr zum einen. Und dann wurde hier auf WoW Head zumindest noch geschrieben, dass man die Dracheninsel nicht verlassen darf, sonst verschwindet der Buff. Ich kann nicht hundertprozentig bestätigen, dass es so ist, ne? Aber ich würde einfach nicht an eurer Stelle von den Dracheninseln runter. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Habe hier einfach quasi dabei die anderen Achievements gemacht, beziehungsweise ein paar andere Sachen erledigt. Und ja, wahrscheinlich sterben solltet ihr auch nicht, weil wenn ihr sterbt, sind meistens Buff weg. Gut, ich warte jetzt noch ein bisschen. Mal gucken, wenn ich das Achievement kriege, dann blende ich es euch nochmal ein, hätte ich gesagt. Sodala hat wunderbar funktioniert. Man muss die Zeit wirklich absetzen. Jetzt 4 Minuten hat es noch gedauert. Und dann ist einmal hier, wie ihr seht, das Achievement aufgeploppt. Und ja, mehr ist es dann tatsächlich nicht. Also die Teile kaufen alle 7 Mal. Einsetzen, immer 9 Minuten Abstand. Am besten sich einen Timer setzen. Im Optimalfall nicht von den Dracheninseln runter. Nicht sterben. Und ja, einfach das Ding ein bisschen absitzen. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.